Erscheinung und Botschaft der Muttergottes Königin und Botschafterin des Friedens am 29. März 2024, Freitag der Passion unseres Herrn Jesus Christus. Mein Sohn Jesus und ich werden weiterhin verachtet. Jakirei, 29. März 2024. Passionsfreitag unseres Herrn Jesus Christus. Botschaft unserer Muttergottes, Königin und Botschafterin des Friedens. Mitgeteilt an den Ser Markus Tadeuteixeira. Bei den Erscheinungen in Jakirei SP Brasilien. Heiligste Maria, ich bin die Mutter der Schmerzen, ich bin eure schmerzhafte Mutter. Heute, an dem Tag, an dem ihr den Tod meines Sohnes Jesus am Kreuz und den Freitag meines größten Schmerzes betrachtet, komme ich wieder vom Himmel, um euch meine Kinder zu sagen. Ich bin immer noch die schmerzhafte Mutter, weil die Menschheit die Liebe meines Sohnes Jesus und sein Opfer am Kreuz Jahrhundert für Jahrhundert abgelehnt und verachtet hat und den Weg der Sünde, des Bösen, der Gewalt, des Hasses auf Gott und der Ablehnung und Verachtung seines Gesetzes der Liebe gegangen ist. Ich bin weiterhin die schmerzhafte Mutter, weil die Menschen Jahrhundert um Jahrhundert nach dem Herrn, den Gott gesandt hat, weitergemacht haben, ein Heiliger nach dem anderen, ein Missionar nach dem anderen, ein Prophet nach dem anderen folgen dem Weg des Hasses gegen die 10 Gebote des Herrn, der Gewalt, der Sünde, der Dunkelheit und der Ablehnung aller ständigen Einladungen des Herrn zur Umkehr. Ich bin nach wie vor die schmerzhafte Mutter, denn selbst nachdem ich einen Boten nach dem anderen, einen Propheten nach dem anderen, einen Seher nach dem anderen ausgesandt hatte, um meine Kinder zur Umkehr, zum Gebet und zur Änderung ihres Lebens aufzurufen, wurde ich nicht erhört. Mein Sohn Jesus und ich werden weiterhin verachtet. Unsere Erscheinungen, Tränen und Wunder, mit denen wir euch zur Umkehr aufrufen, werden geleugnet und verspottet. Auch unsere in die Welt gesandten Boten werden verachtet, verfolgt, beleidigt, verraten und zusammen mit mir von einem Schwert des Schmerzes durchbohrt. Und deshalb wird der Vater die große Strafe über die Menschheit schicken, die ich in Japan, in Akita, prophezeit habe. Ja, es wird die schlimmste Strafe sein, die die Menschheit je gesehen hat, und sie wird viel, viel schlimmer sein, als 10-mal vom Feuer verbrannt und verschlungen zu werden. Die Menschheit ändert ihre bösen Wege nicht. Sie verhält sich schlecht, die Herzen haben sich vollständig verhärtet und sind bereits unempfindlich für jeden Lichtstrahl vom Himmel, der sie zur Umkehr zu bewegen versucht. Jeden Tag versinken die Menschen tiefer im Sumpf der Gewalt, der Unrechteinheit und des Hasses auf Gott, und es gibt nun wirklich keine menschlichen Mittel mehr, die diese Menschheit heilen oder diese Situation umkehren können. Deshalb wird der Vater selbst diese schmerzhafte Reinigung der Erde durchführen. Wenn ihr zu Hause etwas verdorben habt, wirft ihr es weg und verbrennt es. Genauso wird der Vater mit dem Verfahren, was verdorben ist und sich von der Dunkelheit der Verderbnis meines Feindes einnehmen lässt. Deshalb, kleine Kinder, bekehrt euch schnell, denn die Zeit ist nun wirklich zu Ende und der Herr wird kommen, um all denen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die ihn, meinen Sohn Jesus, mich und diejenigen, die wir ausgesandt haben, um die Welt zur Umkehr zu rufen, verspottet haben. Buße und Gebet, Bekehrung, Lebenswandel, das ist das Einzige, was eure Seelen und die Welt retten kann. Betet jeden Tag meinen Rosenkranz, denn mit dem Rosenkranz tröstet ihr mein Herz sehr und gebt meinem Herzen und dem Herzen Jesu den Balsam der Zuneigung und Liebe aus euren Herzen. Seid treu, es nützt nichts, Bußübungen und äußere Handlungen zu tun, wenn sich das Herz nicht ändert, wenn das Herz nicht auf seine Lieblingssünde verzichtet, wenn das Herz nicht wirklich versucht, sich zu verwandeln und eine Flamme der Liebe zu werden. Ich wünsche die Bekehrung des Herzens, begleitet von Gebet und Opfer. Mein kleiner Sohn Carlos Tadeu, danke, dass du gekommen bist, um mein unbeflecktes Herz zu trösten. Ich fühle bereits Erleichterung über deine Anwesenheit hier, ich danke dir und gebe dir jetzt meinen mütterlichen Segen. Ich liebe dich sehr,
und ich werde immer an deiner Seite sein. Du musst den meditierten Rosenkranz der Gottgeweihten 2 Wochen lang allein beten. Und du musst ihn auch einen Monat lang in den Zönakeln beten, die du machst, damit meine Kinder verstehen, was die wahre Weihe an mein Herz ist und wirklich eine Lebensverpflichtung für mich eingehen, ein Liebesbündnis, das die Heiligkeit sucht, die meinem Herzen gefällt. Und was dich betrifft, mein kleiner Sohn Markus, tröste dich, indem du daran denkst, dass ich heute um 5 Uhr morgens wieder mit meinem Sohn Jesus im Marialstor war und darüber nachdachte, wie viele Rosenkränze du meditiert und wie viele Filme von meinen Erscheinungen du gemacht hast. Und der Trost, den unsere Herzen empfanden, war sehr, sehr groß, und wir sagten wahrhaftig zueinander, nein, es gibt keinen Sohn von uns, der unsere Erscheinungen, den Rosenkranz, so sehr liebt wie mein Sohn Markus. So werden heute, am Tag unseres großen Schmerzes, unsere Herzen durch den Balsam seiner Liebe, seiner Arbeit, seines Gehorsams und seiner Zuneigung getröstet. Freu dich, sei getröstet, Tröster unserer Herzen. Alles, alles, was du für uns getan hast, hat großen Verdienst im Himmel. Und all das ist unsere Freude inmitten von so viel Schmerz, Versagen und Verrat, Ungehorsam und Undankbarkeit, die Menschen uns entgegenbringen. Freue dich, kleiner Sohn, und möge dein Herz in Frieden bleiben, in der Gewissheit, dass unsere Herzen in dir jede Freude, jeden Trost und jede Genugtuung finden. Verbreite dies alles bis zum letzten Tag deines Lebens. Und tue die anderen Werke, um die ich dich gebeten habe, damit dies deine Verdienste, den Grad deiner Herrlichkeit im Himmel und auch den Trost, den du unseren Herzen schenkst, vermehrt und unsere Vorliebe für dich steigert. Ich danke allen meinen Kindern, die heute gekommen sind, um mich und meinen Sohn Jesus in meinem großen Schmerz zu trösten, und ich segne euch alle, aus Jerusalem, aus Lakodosera und aus Jakarei.